Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Hier im neuen Jahr, was schon seit ein paar Tagen da ist. Ne? Und erstmal jetzt vorab, halt, da ja noch wir ein neues Jahr gestartet haben, wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Hoffe, ihr habt gut hineingefeiert ins neue Jahr, seid gut hineingerutscht. Und ich hoffe, ihr habt euch gute Vorsätze gemacht und das, oder ich wünsche euch, dass eure Vorsätze, die ihr euch vorgenommen habt für das Jahr 22 hier, dass sie in Erfüllung gehen, dass ihr die schafft alle und jo. Wenn man ein bisschen verspätet hätte, ein paar Tage halt, ja, halt, aber ich habe auch was getan halt, ne, viel zu tun, halt. Wie gesagt, man kennt's, Videos kommen, wenn sie kommen halt, hier am Hof hat sich auch einiges getan, ich habe die Rapsfelder abgeerntet und schon die Bienen habe ich jetzt mal zusammengefügt, ich habe Gerst und den Hafer geerntet auf den kleinen Feldern, wie wir jetzt auch hier im Tank im Silo sehen, dass die bei Gerste 7500 runtergekommen ist, beim Hafer 6600 und von den drei Rapsfeldern sind hier insgesamt 8200 Liter hineingekommen. Halt, im Kontostand hat sich auch einiges getan. Ihr seht es auch hier schon im Mähwerk. Eigentlich hatte ich hier was untergestellt, aber irgendwie anscheinend ist es mit dem Neuladen des Spielstandes wieder zurück an ihre Ursprungsposition zurückgekehrt. Und hier halt hier was zum Unterstellen hier. Werkzeugkiste und Flex halt zu liegen, aber die sind ja jetzt hier wieder alle am Tisch gelandet halt. Ja, wir haben hier ein neues Mähwerk und Presse hatten wir ja schon. Das habt ihr ja schon gesehen halt. Man etwa einen neuen Mulcher getestet halt, der ein bisschen breiter ist. Ja, die Kombi sieht ein bisschen, naja, experimentell aus, ob es wirklich so ist halt. Man kann es ja auch in der Umbau, damit es an der Fronthydraulik ranpasst, oder würde auch so gehen, aber dann würde es ja von der Form her, dass vorne halt die Ketten sind und hinten die Rolle, dann würde es halt nicht so erinnern, aber ja. Wie gesagt, ja, kommen wir gleich dazu, was ja hier passiert, also es habe ich jetzt so ein Bauvorhaben vor. Jetzt noch nicht, also können wir mal bauen, dass man jetzt mal einen Unterstand halt der hinbauen und allgemein dass wir dann hier ein bisschen Hofarbeit betreiben und vielleicht ein bisschen anders dekorieren. Das Feld hier vorne möchte ich den noch eine Saison, wenn ich für zwei Saison noch nutzen, um da noch was anzubauen. Die Gebäude so an sich möchte ich eigentlich so stehen lassen, also jetzt hier diese Scheune und auch diese kleine Werkstatt halt. Sonst soll das Gebäude noch weg halt, eventuell. Dazu kommen wir später noch. Oder können wir jetzt gleich zukommen. Ja, ich hatte... Also wir hatten die Mission, oder ich habe die Mission angenommen, Feld 70. Deshalb haben sich auch einige Investitionen dazu getätigt halt. Wie jetzt hier der Ballensammelwagen und auch das Mähwerk, was ihr da gesehen habt. Die Presse, was wir ja schon davor auch schon hatten, also mit dem ich jetzt hier die Gerste so gepresst habe, halt kamen jetzt nicht viele Ballen raus, die habe ich dann auf dem normalen Hänger abtransportiert, deshalb hat auch jetzt hier der Fronthydraulik halt, das ist nicht schon gesehen oder erwähnt oder wenn ich es jetzt nochmal halt, ja, das sind die Ballen, die übrig geblieben sind halt, die 24 hier und die 14 Ballen, die wir behalten haben von den, was dann jetzt insgesamt vom Feld 70, was wo Gras halt drauf war, was 0% gedüngt war, wo wir dann mit dem Mähwerk rübergefahren sind, war es dann zur Hälfte gedüngt halt, keine Ahnung, halt so, jedenfalls wo ich auf dem noch nicht gemähten Gras rübergegangen bin, stand noch 0% gedüngt, wo wir denn insgesamt jetzt, die Ballen wurden jetzt in meiner Statistik nicht aufgenommen, 110 Ballen rausgekommen sind, in der 0%
Ich schiebe mir mal den Zettel mal auf halt, und denn, wenn ich denn irgendwann vielleicht nochmal dieses Feld besitze oder sehe, dass es mal mehr Prozent gedüngt ist, ob nun mehr Ertrag darunter kommt. Jedenfalls mussten wir die Fuhren zum Viehhändler bringen. Es waren jeweils dreimal so eine vollen Ballenhänger mit 24 Stück. Und die anderen hier halt konnten wir halt behalten, die ich dann halt zum späteren Zeitpunkt, wenn dann ein besserer Preis dafür gedacht ist, dann verkaufen werde halt. Und deswegen diese Bauform, deshalb ist der Kontostand so hoch halt, dass wir ein bisschen investieren, da ein bisschen den Hof ein bisschen zu gestalten. Wie gesagt, die alten Gebäude wollte ich noch so erhalten. Zwecks den Stil hier mit Amerika. Aber wir gehen dann jetzt erstmal hier in die sorghumlose Ernte. Und schauen, was hierbei herauskommt. Vor allem erstmal hier. Hier ist ein bisschen ulkig, dass da jetzt ein bisschen da oben steht halt. Aber wir ernten, was ihr da unten seht. Fahren hier erstmal eben hoch und hier mal runter. Wie kann das wohl denn hier wieder ansagen? Ja, die Sojabohnen, die sind ein paar Monaten fällig. Für den nächsten Monat. Mal gucken, wenn ich jetzt hochfahre Richtung Straße. Ja, viel kommt jetzt hier halt nicht so raus halt. Aber jetzt habe ich ja auch schon. Es könnte so sein, dass das wie. Oh, bei Sojabohnen kommt ja auch nicht so viel rum, dass das dann halt so ist. Hoch wie mit dem Raps. Weil der sind selbst bei den drei Feldern, also die wie vorne, die 45, 46 Felder, die das war so fast in einem Zug, obwohl da doppelt gedüngt war. Ne? Ja, die konnte da so in einen Abfall ernten und konnte dann separat dann selber mit dem ohne Abfahrer mit dem Drescher ins Silo fahren und das gleiche dann auch mit der 44, die wir dann nun bebauen werden mit einer Halle, wo wir dann unsere Fahrzeuge, Gerätschaften unterstellen können. Erstmal, ne? Nicht dann, damit die halt die Welt ganz her. Mal, dass die größte Teil der Gerätschaften mal in Halle stehen halt. Deshalb diese Investition oben auf dem Konto stand halt. Ein bisschen ging da halt schon runter halt. Zwecks halt jetzt hier die Maschinen zu holen. Aber diese Saison. Jetzt Mähwerk und so. Aber diese Saison möchte ich noch gern mit dem Dolz noch erleben. Jetzt hier die Sorghumhülse noch und dann halt den Sojabohnen und vielleicht dann noch andere Aufträge vielleicht noch mitmachen, wenn uns hier die was anbieten. Mittlerweile wollen die halt nur pressen, pressen, pressen halt. Und nicht nur Silageballen, sondern auch Heu. Das heißt, das wäre dann auch wieder. Da müssen wir uns auch wieder, wenn wir diesen Job annehmen, auch andere Gerätschaften, also noch eine Gerätschaft dazu holen, nämlich einen Setter, damit wir das Gras halt wenden können. Und dann halt noch eine. Dann noch ein Schwader halt, ne? Und dann, damit wir den zusammenschwaden können, weil und die
Besonderheit unseres Mähwerks ist es, dass wir damit gleich in Schwatterablage gehen können. Heißt, wir sparen uns einen Arbeitsschritt dahinter, hinterm Gras mit einem Schwader zusammenzufahren, um halt das Ganze halt nochmal zusammenzuspannen, ist gleich der Schritt erledigt halt so, ne? Hier, Helferchen, lässt eine Bahn aus, halt, die nehme ich dann später mit. Gehen wir mal kurz jetzt ins Menü, da wird jetzt bestimmt der Speicherbutton kommen. Karte wird geladen, ja, da kommt er schon. Um zu sehen, halt, wir lagern die natürlich ein, um dann halt den bestmöglichen Preis dafür zu bekommen. Dies Jahr gibt ja noch schon zu tun, ihr habt es auf der Karte orange war zu sehen, ja, Raps, ja, Hafer und Kartoffeln sogar. Ach, jetzt bin ich nur auf. Bla 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 bla. Wo Speichern gekommen hat, super. So, dass wir halt hier bestmögliche Preise jetzt Januar alles halt. Beim Raps ist es im Dezember, von der Sorghumhülse. Auch im Januar. Genau wie beim Mais, dass ich das dann halt da alles mal so verkaufe. Damit die Lager mal leer werden und ich dann vielleicht eine andere, wenn wir jetzt auch bebauen halt, dass in das Silo vielleicht dann auch mal einen anderen Stellplatz bekommt. Ja, wie man sieht hier, sind nur Säen. Oh, hier dürfte 73. Ansonsten jetzt hier düngen und pressen, Ballen pressen halt. 73, was, wo ist das? Hat jetzt das längliche da unten. Nein, kann man das auch annehmen, separat machen. Wir befinden uns ja hier an der Ernte. Man sieht halt, die haben halt das oberste genommen halt, wo auch die Körner drinne sind, das andere bleibt stehen, dann glaube ich Rösche, glaube ich dann, wenn ich gefällt bin, mit dem Mulcher rüber, dann mit dem Gruber, man kann auch gleich mit der Scheimecke hier nochmal rüber mit Düsen, weil geflügt haben wir es ja erst mit dem mit der Spatenmaschine. Na, schafft das noch bis oben hin? 94,90%. Ja. Dann machen wir uns hier mal startklar. Damit wir den abbunkern können. Ja, da ist er schon. Da ist er noch nicht voll. Ne, der ist angesetzt halt. Ja, mal sehen halt, das Feld war ja hier voll gedüngt halt. Mal sehen, was hier von Ertrag raus kommt. Okay, der Kontakt ist so voll halt. Wir sehen 100% gedüngt plus 100% Ertragsbonus da, wo wir bisher noch gut festgewalzt haben. Ja, und jetzt hier. Hier oben halt befinden sich halt diese kleinen Körner, also die Körner, die werden halt zur Produktion oder so hergestellt werden. Jetzt mal hier ein kurzer Informationsfluss. Ich habe mir da mal was rausgesucht hier, der jetzt hier weiterfährt hier. Und Wikipedia halt Sorghumhülsen werden die Arten der Gattung Sorghum aus der Familie der Süßgräser bezeichnet. Auch die Schreibweise Sorghum ist gelegentlich anzutreffen. Hirsen sind hier C4-Pflanzen, die Wärme und Licht liebend sind. Sie besitzen eine gute Trockenheitsresistenz, sind jedoch häufig dem Vogel ausgesetzt halt. Na, ja, er hat sie die Krähen halt aber
Ja. Haben wir jetzt hier halt nicht so. Und deshalb wird es auch bestimmt halt diese Kleinkörner halt so beim Vogelfutter auch eingesetzt halt, damit die dann da halt essen können. Aber ansonsten, ja, müssten wir uns hier vielleicht noch eine Vogelscheuche aufstellen, damit hier die Krähen noch weg sind halt, ne? Ansonsten so wirtschaftlichen ist es ist die Sorghumhülse, also was wir jetzt hier ernten, halt, oder Sorghum, das wichtigste Getreide in Afrika, aber es wird auch in Südeuropa, Spanien und so, halt wo es warm ist, Zentralamerika und Südasien angepflanzt, ne, halt wo es warm ist halt. Es wird vornehmlich für die Produktion von Mehl und als Viehfutter verwendet. Wie gesagt, Hülse halt. Das ist ja nicht nur das hier, sondern das gibt es auch in der Art halt, dann sieht es halt aus. Oder jetzt vielleicht, weil jetzt hier nicht so hochgewachsen ist, oder gibt halt auch halt andere halt. Es sieht dann halt aus von Weitem wie Mais halt. Aber es sind halt nicht diese Kolben dran, es ist halt nur diese hohe Pflanze. Und das wird dann halt auch gehäckselt und dann halt als Futterpflanze und auch als Energiepflanze, als Zweck hier Biogasanlagen oder so verwendet. Ne? Im Jahr 2018 ist das Getreide mit der weltweit fünftgrößten Anbaufläche nach Weizen, Mais, Reis und Gerste. Die Hülse stammt ursprünglich aus Ostafrika und ist an heißes und trockenes Klima angepasst. Naja, sonst würde es ja auch nicht so gerne da wachsen, ne? Wie gesagt, halt, wo es warm ist. Und was wir halt jetzt, was wir jetzt hier hinten diese Sorghumhülse halt, wie gesagt, ist ja halt dem Vogelfraß zu beachten, aber wie gesagt, was wir diese Körner halt, kann halt, wenn es gemahlen wird, zum Mehl halt gemacht werden oder halt auch zu Vogelfutter. Das sind jetzt hier die, naja, hier sind sie ein bisschen größer, in Real Life sind die halt ein bisschen kleiner. Ja, wenn jetzt so, also, das bei Vogelfutter so sieht, halt so eine klitzekleinen Körner so. Wie kann man es jetzt so beschreiben, ne? Wie Raps. Doch, da sagt man vielleicht schon das vorhin nicht raus. Wie Raps. Die sind ja auch so murmelklein. Könnten die jetzt hier auch so sein. Und die sind dann halt an so einen Stab beklebt oder einzeln hineingemischt im Vogelfutter jetzt hier, wenn es über Winter angeht halt, ne? Ist ja auch ab und zu sowas so, so viele Körner vermischt. Weizen und so. Da ist dann auch mit vertreten oder an so ein, sagen wir jetzt so, an so einen Stiel, was man jetzt sich, wo man anhängt, was man anhängt irgendwo, wo dann die Vögel halt ranfliegen können und sich da auch was abpicken können, ne? Dass es da halt auch mit befestigt, angeklebt ist hier, zu nah, ja. Man, ja, wie weiß man, wie klebt man denn das fest, ja? So ein Harz, na, hat nicht so, ne. Jedenfalls, was die Vögel auch halt essen. Also, was halt so klebt hat, der kennt, hat es doch schon im Laden gesehen. Hier diese, was man sich im Garten halt aufhängt, wie Vogelfutter, da sieht man ja halt auch, Sonnenblumenkerne, die dann auch so ummantelt sind mit so einer halt, sag mal, weißen Paste halt oder so. Ja, und dann halt beklebt sind halt. Dann mal einen kurzen Schluck getrunken. Ja, wie gesagt, er fährt dahin halt. Wir haben jetzt hier noch
Ballenaufgaben, zwar jetzt auf kleinen Feldern, aber die wollen auch manchmal auch. Ne. Heu haben und dazu brauchen wir wieder zwei Gerätschaften mehr. Investitionen in neuen Feldern wäre auch mal was, damit wir jetzt nicht die auch haben, aber erstmal haben wir das Bauprojekt vor uns. Ja, muss man hier die 45 war dann so bearbeitet und dann eine Halle hinstelle. Und hier halt, ja. Also erstmal ist hier halt wichtig, dass ich da etwas bebaue und hier hatte ich dann auch eigentlich so eine Idee. Vielleicht bauen wir dann auch hier oder was halt hin. Aber ja, wie gesagt, Feld 70 gemäht. Erstmal so ein paar Mal außen rum. Also sieht zwar jetzt klein aus, aber das ist schon ziemlich groß. Wenn ich jetzt oben so die Zeit so mitgerechnet habe, jetzt so. Also jetzt ja 18:28 Uhr. Beispiel, wenn ich jetzt da auffahren würde und. Es hat wirklich so mit den ganzen Arbeitsschritten so, also gemäht und dann pressen, also auf die Bahn, Kamute, Ballen raus, also. Der Vorteil zu unserer Presse, wir müssen ja nicht anhalten. Die werden wir so eine Autoablage zu finden. Ja, da sind wir gleich drauf. Die Vicon findet man ja in dem Mod-Ordner jetzt bei. Selbst bei, also bei Konsole und auf PC findet man diese Fastball, also ihr könnt damit fahren, könnt ihr mit nur 125er Ballen machen, größer nicht, aber die wickelt sofort dann ein. Das Gras wird ja bestimmt bei, wenn man Heu macht, wird die das vielleicht bestimmt nicht machen, ne? Stroh wickelt die ja auch nicht ein, halt. Eigen mir gebraucht, die war im Gebrauchtwarenmarkt drin und da habe ich sie mir zugelegt. Ja, oh, der ist voll. Na klasse. So fest wird er halt. Ja, hier. Machen wir jetzt was der eigentlich nicht so gern sehen will. Wir fahren jetzt hier in der Ernte hin, aber wir haben es ja. Aus, also. Damit haben wir jetzt schon zwei volle Drescher hier. Naja, und dann kommt noch ein bisschen zusammen. Dann müsste ich jetzt mal vergleichen, jetzt müsste jetzt Notiz machen, jetzt fällt 50. Ja. Was dabei rausgekommen ist an Sorghumhirse und dann mal berechnen, wenn ich jetzt hier Soja drauf habe oder auch Raps. Rup hier. Hin vom Kalender. Ja, Raps könnte ich jetzt hier nochmal ansehen, dass ich hier vielleicht dann nochmal Raps ansehe, um zu sehen, was denn hier für ein Ertrag dann rauskommt von Raps. Ich glaube, das werde ich dann noch mal machen. Und schauen wir mal weiter. Sehen wir uns dann wieder, wenn die Sojabohnen noch ernte oder bei was anderen hier. Falls der neue Planung drauf, den Zettel mit Feld 70 steht mir auf jeden Fall auf. Ist ja schon lange heute vor, aber erstmal, es kam ja lange Zeit jetzt erstmal hier nichts. Und derzeit hier kam ja die lange Folge, wer weiß ob überhaupt noch hier dabei seid am Ende. Wie gesagt, notieren können wir jetzt mal schnell für 50. Sorghumhirse und dann muss ich mal noch zuschreiben 100% Dünger und so und Ertragsbonus, ne, 100%. Und dann probiere ich mich mal da aus jetzt. Wenn ich das gleiche nochmal mache, nochmal düngen und so und dann jetzt hier dann als nächstes dann halt die Rapsruf
sehe, ja, sehe, Zeit ist ja noch jetzt, wenn ich dann jetzt hier abgeerntet habe, das dann hier alles wieder platt gemacht habe. Und ja, wenn ihr noch dran geblieben seid, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ich hoffe, ihr seid gut hineingerutscht nochmal, dass am Ende nochmal zu wenig, ich habe es am Anfang erwähnt, halt, dass ihr die Anfangstage des Januars gut überstanden habt, bei dem Wetterwechsel, was jetzt hier ist. Erst ne, war es ja warm, doppelt 10-stellige Temperaturen, also 10-stellige, das weiß ich ja komplett. Wir stellen im 10 Grad Bereich und jetzt wieder als Zeitpunkt, wenn ich auf Thermometer gucke, ist wieder minus 3 Grad draußen, ne? Ja, aber so ist es halt, nur so ist das Wetter halt, verschiebt sich alles, naja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mir selber einen Daumen nach unten drüber freuen, würde mich, wie gesagt, freut mich, würde mich auch, das würde mich auch unterstützen und nochmal würde mich richtig darüber freuen halt. Supportet schön, halt kommentiert, auch das unterstützt mich, auch ein Abo würde mich auch unterstützen. Und ja, heute mal ist ziemlich lang, aber wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht im Landwirtschaftssimulator 22 oder auch bei einem anderen Projekt, wenn es mal wieder was kommt hier auf den Kanal. Wie gesagt, Videos kommen, wenn sie kommen, und macht das gut und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.